zum Schulbeginn gibt es für die Erstklässler nach alter Tradition eine Zuckertüte. Groß ist dann natürlich die Freude bei den Steppkes, wenn da jemand noch eine obendrauf packt. Auch im Zwickauer Landkreis ist es eine gute Tradition, dass der Landrat in jedem Jahr in einer anderen Grundschule dieses Amt übernimmt. In diesem Jahr ging es ins Umland von Glauchau. Die Thomas-Münzer-Grundschule in Remse liegt regelrecht idyllisch. Inmitten einer richtigen Parkanlage, zu der auch noch Kita und Hort gehören. Große Bäume, die viel Schatten auf den großzügigen Spielanlagen bieten. Das Ganze noch abseits der Straße. Eigentlich ein idealer Ort für eine solche Bildungseinrichtung. Der Besuch des Landrates hatte an diesem Tag einen anderen Grund, der sich in diesem Karton befindet. Es sind die Zuckertüten des Landrates für die Erstklässler. Für die persönliche Übergabe wird in jedem Jahr eine andere Schule ausgewählt. Im Landkreis Zwickau sind auch dörfliche Grundschulen immer noch gut belegt. Wir haben in diesem Jahr, so wie in den letzten Jahren auch im Landkreis, ungefähr 2900 Erstklässler. Also 2900 Kinder, die in die erste Klasse kommen. Das hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Das ist eigentlich ganz stabil. Und auch hier mit 22 Kindern in der Klasse ist das überhaupt keine Gefahr, dass das mal in Frage gestellt ist. Also auf in die Klasse. Für die Schulanfänger war es schon eine Überraschung, dass es da plötzlich noch mal eine Zuckertüte gab. Und das, obwohl schon die erste Zuckertütenausgabe ein Erlebnis war. Denn das Team um Schulleiterin Antje Schumann lässt sich jedes Jahr eine Geschichte dazu einfallen. Wir beginnen in unserer wunderschön geschmückten Turnhalle, die die Kollegen mit mir gemeinsam schön hergerichtet haben, dem Zweck entsprechend. Und dann sind natürlich die Zuckertüten schlecht gewachsen aufgrund der Witterung. Und am Ende der Veranstaltung, nach meiner kurzen Begrüßung, nach der Aufnahme in die Schule, ist die Not groß und wir suchen uns Hilfe, die dieses Mal vom Polizeirevier in Glauchau kam. Und die Polizisten haben uns bei der Suche unterstützt und auch Sportler gefunden, die die Zuckertüten vom Muldenufer, vom Muldendamm hoch auf unseren schönen Berg in die Pestalozzi-Straße getragen haben. Und jedes Kind konnte am Ende eine große Zuckertüte erhalten. Die Zuckertüten des Landrates sind ein symbolisches Geschenk. Gefüllt mit einer kleinen Taschenlampe, einem Blinklicht, Leuchtbändern und einer Grußkarte. Ja, wir machen das schon seit vielen Jahren und haben dort immer gesagt, wir wollen eigentlich ein kleines Stück von unserer Freude über diese neue Lebensperiode auch mitgeben dabei. Ich glaube nicht, dass die Kinder in der ersten Klasse wissen, was ein Landrat ist oder macht. Aber es ist jemand, der da ist und die Karte, die dort hinten dran hängt, ist dann für die Eltern zum Lesen. Und seit vielen Jahren stellen wir auch fest, dass da immer mal eine Reaktion kommt, ein kleines Dankeschön oder ja, das konnten wir gebrauchen. Und das zeigt dann, dass wir das auch für die nächsten Jahre uns wieder so vornehmen. Auch Bürgermeister Joachim Schuricht war bei dieser kleinen Feier dabei. Für ihn ist die gut besuchte Grundschule eine Bestätigung, dass die Entscheidung, die der Gemeinderat vor längerer Zeit getroffen hat, genau richtig war. Unser Dorf hat, das sage ich mal, ungefähr 1700 Einwohner. Und die ganzen Jahre, das hat Schüler gab es schon immer in Remse, die vielen Jahre. Das hat sich geprägt dazu. Und nach der Wende 90 hatten wir uns entschieden, dass wir das Thema Grundschule favorisieren, weil sonst ein Dorf ohne Schule, es ist kein Dorf mehr. Natürlich ist es für eine so kleine Gemeinde nicht gerade einfach, die Schule auf dem neuesten Stand zu halten. Da kann der Bürgermeister ein Lied davon singen. Also ich muss mal ehrlich sein, dazu, von einer kleinen Schule ist es einfach sicher Kampf. Wir sind in der Lage, sage ich mal, oder wir zählen unter den abundanten Gemeinden. Und die Fördermittelsysteme sind manchmal ziemlich, was soll ich groß sagen dazu. Es ist schwer, dort Fördermittel zu bekommen oder was zu Reparaturen durchzuführen etc. Wir zum Beispiel dieses Jahr haben es geschafft, haben wir die Sanitäranlagen nach vielen Jahren wieder mal in Stand gesetzt, auf dem neuesten Stand. Dann haben wir Kellerräume ausgebaut, was Mehrzweckräume sind, bei uns in der Einrichtung. Und ansonsten kann man sagen, wir sind, sage ich mal, immer gut hinterher. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Die Kinder kennen solche Hintergründe natürlich nicht. Ihnen ist das auch egal. An diesem Tag freuen sie sich erst einmal über das Geschenk. Und die Lehrer freuen sich über diese Klasse. Alles neugierige, fröhliche Kinder. Das zeigte sich bereits von Anfang an. Die neue Klasse ist 22 Kinder stark und auf keinen Fall eine Duckmäuserklasse. Sie sind sehr offen, motiviert und erwartungsvoll in die Schule gekommen. Das merkt man hier die ganze Zeit. Diesen Kindern wird das Lernen sicher Spaß machen. Und der Landrat ist im nächsten Jahr wieder mit kleinen Zuckertüten unterwegs. Amen.